Deswegen Grundbedürfnisse. Die Grundbedürfnisse sind auch im politischen und gesellschaftlichen Rahmen verschieden festgelegt. Ja, je nachdem, was für eine Weltanschauung die Leute auch haben. Ich selber habe so eine selbstgemachte Danksagung. Ne? Also das frische Luft und Wärme, sauberes Wasser, gesunde Nahrung, vernünftige Kleidung und ein Zuhause, da hängt mehr mit dran. Also nicht nur eine Behausung, sondern ein Zuhause. Ja. Und ein großer Garten. Das heute nicht alles so ausführen. Also hinter jedem dieser Punkte steckt natürlich mehr, aber so, dass ich selber das selber mir merken kann, ne? Ich bin dankbar dafür, frische Luft, Wärme, sauberes Wasser, gesunde Nahrung, vernünftige Kleidung, ein Zuhause mit großem Garten zu haben, auch wenn das nicht der Fall ist, egal, ne? Einfach dankbar dafür sein. Das Heranschaffen von diesen Grundbedürfnissen, das steht manchmal, also alles, was man machen muss, um das zu ermöglichen, dass man das hat, kann zu Turbulenzen in Bezug zu Liebe führen. Ja, besser gesagt, das macht es bei den meisten. Und sich darüber klar zu sein. Im letzten Stream über Liebe habe ich auch gesagt, dass eigentlich, wenn all die Aggression, all der Wettbewerb weg, also durch ist, dann bleibt diese Liebe über. Nur der Weg dieses Reinigens ist halt manchmal sehr lang. Ich selber brauche da auch meine eigene Meditationspraxis, um selber meine Turbulenzen zur Ruhe kommen zu lassen. Aber das ist die Basis, das ist quasi der Grund, aus dem man Entscheidungen fällen sollte. Weil diese Liebe ist auch gleichzeitig Weisheit. Das ist das Doofe. Ja. Und wenn man aus dieser Basis für die Grundbedürfnisse sich selber einen Weg sucht, dann ist der eben unbelastet und dann klappt das meistens auch sehr gut. Ja. Nur wir leben, also unser Leben ist ein Prozess, unser Körper ist ein Prozess, wir sind ein Prozess. Das ist also leider nicht so ein, ich habe die Lösung und fertig. Ne? Sondern es ist ein ständiges Anpassen der Randbedingungen auf das, das in diese Richtung geht. Und wenn ich gefangen bin durch meinen Alltag, dann wird meine Wahrnehmung enger und so weiter. In gewisser Weise ist Zielgerichtetheit ja gut, aber die Grundrichtung, die Intention sollte immer aus dieser Liebe kommen. Wäre schön, ist nicht immer so. Aber die sich Gedanken was darüber zu machen, was sind denn meine Grundbedürfnisse überhaupt? Wie definiere ich die für mich? Auch das ist enorm wichtig und damit ist genug Gequatsche für diese Intro, für unsere Meditation. Ich wollte das aber auch noch sagen, auch wenn ich jetzt meine Zeit überschreite. Die Form, also diese kurze Talk am Anfang, sollten Themen sein, also wähle ich so aus, dass sie konfessionslos sind. Diese 20 Minuten stilles Sitzen ohne große Anleitung ist halt ein bisschen fortgeschrittener in eurer eigenen Meditationspraxis, weil die meisten brauchen Anleitung sehr lange, 3 Jahre oder sowas. Ab und zu kann man sich aber auch schon in der Anfangszeit eben so 10, 15 Minuten, 20 ist ein bisschen lang zum Anfang, genehmigen, um festzustellen, was passiert denn da bei mir. Und das ist das, was nachher überbleibt. Also dann werden die eigenen Hindernisse zu eigenen Lehrern.
Und diese geführten Meditationen nehmen immer mehr ab. Zudem eröffnet das diese 20 Minuten stilles Sitzen den Konfessionsraum. Also Atheisten, abrahamische Religionen, die vedischen, die karmischen heißen die, also Vedanta, Buddhismus und was es da alles gibt aus dem asiatischen Raum. Also alle können mit den 20 Minuten was anfangen und zwar auf ihre Art und Weise. Also du kannst ein stilles Gebet machen, du kannst ein Mantra rezitieren oder wie ich zum Beispiel auf den Atem versuchen zu achten, wenn er zum Schluss überbleibt. Also er öffnet den Rahmen für alle. Das fände ich schön, wenn wirklich konfessionslos alle Leute, die so still rumsitzen mögen, für sich selber gut finden, zusammen mal auf der Wiese sitzen. Also wirklich eine bunte Schar von Leuten auf dem Weg zur Liebe und Weisheit. Ist ein bisschen hippieartig, finde ich aber gut. Lasst uns sitzen. Wie gesagt, wenn es nochmal anfängt zu regnen, dann verschwinde ich unter hier so einer Pelerine. Gucken. Richtet euch ein, macht es euch bequem, aber so, dass ihr noch frei atmen könnt. Öffnet den Gürtel. Achtet auf euren Körper am Anfang, auf dass er entspannt sein kann, ihr frei atmen könnt. Dann achtet auf den Geist. Es wäre schön, wenn er einfach von selber zur Ruhe kommt. Muss er nicht. Und in meiner Tradition ist es halt so, dass dann der Atem überbleibt und das unser Meditationsobjekt wird, von selber, ohne das zu forcieren, also ohne großartiges Zählen. Wir versuchen nicht, unseren Geist zur Stille zu bringen. Der kommt von selber zur Stille. Er ist unser Freund. Er ist nicht der Herrscher oder Meister, aber er ist unser Freund. Wir brauchen den noch.
gleich kommt noch eine einzelne Glocke. Dann ist es Zeit, sich selber die Frage zu stellen, wie immer ohne Antwort. Wie liefen diese 19 Minuten? Wie fühle ich mich jetzt? Bedanken für das Mitmachen, das gemeinsame Rumsitzen. Bei mir ist die Luft besser geworden. Kurzzeitig hatte ich sogar Sonnenschein, nachdem es heftig geregnet hatte. Ich hätte nicht gedacht, dass das hier draußen eigentlich wirklich wunderbar ist. Ob nun mit Lärm oder ohne, mit Regen, ohne Regen. Wir werden sehen, wie lange ich das mache. Also hier draußen, witterungsbedingt. Bis dahin entwickelt euer inneres Lächeln. Lasst es euch gut gehen. Tschüss.